Hallo und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind direkt vor Ort. Wir müssen jetzt gleich in den Tümpel vor uns springen. Davor muss ich aber diesen Diving-Suit anziehen. Das macht man doch gleich. Schade eigentlich. Ich mag mein Outfit. Aber ich hoffe, wir können das hier einfach equippen. Wunderbar. Wieso laufe ich nicht immer so rum? Neopren steht mir einfach. Waffen habe ich auch noch. Und dann... Wieso muss ich da nach oben? Keine Ahnung. Wir gehen hier nach unten. Oh, wir können tatsächlich schwimmen. Good. I'll find a way to the other side. In the meantime, I'll do some recon around the hotel. Flooding these tunnels must have been Hansen's idea. He probably lacked the manpower to secure the passages. Ich hoffe mal, ich habe genügend. Okay, die kann ich disarmen. Mach mal das doch einfach. Wir wollen ja nicht gleich zu Beginn hochgehen. So, mein Sauerstoff wird schon angezeigt. Ist es schön, dass man schwimmen kann in dem Spiel. Guter DLC. Wünschte, das hätten sie noch weiter etabliert. Na schön, dass das geklappt hat. Ich glaube, so langsam wird es Zeit wieder für Luft. Das ist richtig. Klaustrophobie wird hier nur das unnötig verkomplizieren. Und diese Angst vor Wasser, Schalasser, irgendwas Phobie wird auch nicht gerade helfen. I figured out the patrol routes. Got them down. Set myself a safe path through and past them. Jetzt kann man das hier öffnen. Ein alter Van, so wie es aussieht. Oder eher ein Transporter bei der Größe. Da geht's ja hoch. Hoffentlich steht das nicht alles unter Wasser. Irgendwann werde ich wahrscheinlich atmen müssen. Was ist das? Sauerstoffbehälter? Nee. Ich meine, ich habe ja, glaube ich, eine Taucherflasche an. Also, ich halte jetzt nicht einfach für 2 Minuten die Luft an. Proceed down the tunnels. Okay. Runter geht's wieder. Was bist du denn? Ein Kabel? Ich mag's, dass die Minen so deutlich gekennzeichnet sind. Sind zwar schlechte Sicherheitsmaßnahmen, für mich dann aber doch ganz gut. So, schnell schwimmen klappt ja auch. Ui je. Oh je. Ich hoffe, ich habe einen Hebel oder sowas. Brauche ich eigentlich nicht. Ich habe hier so einen stählernen Körper. Das kriegt er ja mit links hin. Gut, er hat jetzt beide Hände verwendet. Ich wette, er hätte es auch noch mit der linken Hand geschafft. So, was sieht richtig aus? Das wahrscheinlich nicht. Wegpunkt führt irgendwo hier so lang. Oder auch nicht. Vielleicht schauen wir erstmal, dass wir irgendwie Land gewinnen. Da komme ich, glaube ich, zumindest hoch. Ich glaube, ich irre mich. Da komme ich nicht hoch. Ich hätte gesagt, ich muss da rein, aber was muss ich da... Ah! Car-Plattform. Verbunden mit dem Kollegen hier. Ein Control-Panel. Boah, wenn das Spiel mir noch sagt, wie ich jetzt hier hochkomme. Da muss ich hier unten noch was scannen. Vielleicht muss ich auch die Mine... Ah. Oh. Hier ist doch sowas wie eine Leiter. Das ist auch sowas wie eine Leiter. Ja, das habe ich jetzt auch ohne deine Hilfe rausbekommen, Johnny. Aber trotzdem vielen Dank. Wäre praktisch, wäre Johnny nicht in meinen Körper, dann könnte er die nämlich jetzt wieder hochfahren lassen. Er ist ja ein Teil von mir. Das ist dann ein bisschen blöd. Nur nicht zerquetscht werden. Ich hab das. Okay.
Das wollte ich eigentlich zu Beginn noch machen. Wir haben doch so viele Skillpunkte. 3 Stück und 3 Attributpunkte. Das reicht ja genau, um den Tech-Tree hier auf 20 zu kriegen. Und dann, was ist das? Edge Runner. Das ist das, was wir brauchen für mehr Cyberimplantate. Her damit. 2 Perk-Punkte haben wir noch. Was bist du? 15% Reduced Cooldown. Nehmen wir auch. Für alle Cyberware. Aber nur, wenn alle Slots gefüllt sind. Das ist Pyromania. Da hilft vielleicht meinen Flammengranaten. Und hier ist 15% Faster Use of Health Items. Das klingt jetzt nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Charge Speed, Tech Weapons. Ich weiß immer noch nicht, ob wir überhaupt Tech Weapons gerade haben. Ich würde trotzdem sagen, das passt so ungefähr. Pyromania macht man jetzt nicht. Schauen wir nochmal in den Body Tree kurz rein. Gibt's ja auch schöne Sachen. Wrecking Ball Level 1 haben wir. Oh, nehmen wir mal Level 2. Das ist allows you to barrel into enemies. Ich schätze mal, genau wie es da angezeigt wird, dass man einfach mit der Waffe in Leute reinlaufen können. Nehmen wir das mal, dann ist es abgeschlossen. Mag ich jetzt nicht explizit, aber ist abgeschlossen. So, wir brauchen einen Reliktpunkt mehr. Dann können wir nämlich auch beim Relikt-Skill-Tree noch was machen. Ich scanne mal hier. Sieht aber nicht so aus, als ob da was Relevantes drin wäre. Anscheinend habe ich auch eine Lampe montiert auf dem Schädel. Gar nicht so schlecht. Spiegelt nur ein bisschen. So, da muss ich nicht hoch. Ich muss die andere Leiter erwischen. Ich fühle mich wie in einem Assassin's Creed-Spiel. So, ich höre Menschen. Sure am. I'm at the warehouse gate. You'll need to secure the area, crack it open from the other side. Uiuiui. Kann ich dem einfach einen Headshot verpassen, ohne dass es mir was ausmacht? Ich würde sagen, ja. Ich fühle nix. Dachte, hier wäre noch einer. Da war ja auch noch einer. Boah, müssen wir da drüben hin. Ein Glück bin ich technisch versiert. Komponenten sammle ich wie immer ein. Erstmal looten. Oh, der hat nicht mal was Relevantes gedroppt. Dann können wir einmal connecten. So, was willst du von mir? Nehme 1C E91C7A. Also 1C. Nee, was laber ich? E91C. E9. 1C, 7A, 1C, E9 habe ich gerade nicht. Ist E9 habe ich nicht. Wo habe ich da habe ich noch eine 1C mit einer E9. Das hat doch wunderbar geklappt. Exit Interface und hier mit meinen Reichtümern. Gar nicht so schlecht. 2 Tier 5 Quick Hack Components. Also so langsam lohnt sich das echt. Da muss man nicht hin. Oh, da kann ich auch. Das wollte ich gar nicht. Wie verlasse ich dich denn wieder? Ah, ich muss jetzt erstmal. Ich glaube, das war die falsche Kamera. Wo ist denn Reed? Da ist er ja. Oh je, da wurde einer schlafen geschickt. Hey, loote den. Der hat lila Zeug. Was ist jetzt los? Na gut, 55 BD. Und jetzt braucht man eine E9. Und das hat ja geklappt. Muss ich jemanden markieren? Anscheinend nicht. So unauffällig. Roger that.
Na gut, viel Spaß. Wollt doch hier nur das Zeug einsammeln. Sushi oder was da rumliegt. Hierfür habe ich aber nicht genügend Fertigkeiten. Local Network kann ich aber ausmachen. So, Surveillance-System ist aus. Da fühle ich mich schon mal sicher. Was ist denn hier passiert? Critical Headshot, so würde ich das auch bezeichnen. Ja, mit der Money Shard. Die haben so schön Loot. Oh, wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich in die Maintenance Area. We're in the wolf's den now. You scared of him? Hasn't. The man's repeatedly told both the NUSA and NICE to go fuck themselves. He should have been put down long ago. Instead, he rules this entire district. So you are scared. This is Hansen's turf. He has the upper hand. It's just a fact that needs accepted. Does it mean I'm shaking at the knees? Hell no. Hat einen Punkt. All right, find a vantage point to have eyes on me. Neutralize any and all threats. Calm and quiet. Die Sache, dass Hansen noch lebt, ist Zeug zumindest von gewissen Fähigkeiten. Aber ich war jetzt ja bis jetzt auch noch nicht mit ihm zugange. Ich glaube, inzwischen bin ich Hansen überlegen. Was? Bargeist-Kommando. Waffe raus. Ich habe gerade keine Waffe. Ich glaube, ich muss es sehr, sehr leise machen. Ja, das hat doch geklappt. Dropped the sniper, nesting in his perch now. Had the perfect vantage point, saw everything. Cover me. You're in prime duck hunting position. New user detected. Calibration in progress. Firing mode inactive. I'm in position. Do you have a? I got you. What now? We do this nice and quiet if we can. Got it? Spot any guards in my way, you give me a heads up. Don't worry, boss. Rifle sports a silencer if it comes to that. Better look around. Got a mine just past the corner. Well spotted. I could have missed it. Echt? Da ist ein großer Laserstrahl dran. Also ich muss den ganzen Ding vor nach Threat scannen. Muss ich euch scannen? Muss ich euch markieren? Healthy smattering of guards along your path. Copy that. We'll take him out one by one. Best if they never knew we were here. See the main elevator shaft. Too risky. There'll be sentries up top. Keep an eye on it though. Also muss ich denn noch scannen? Hier, glaub die Werbung. Container Bridge. See a bunch of containers. Could use them to get to your side. Yeah, see them too. Let me build that bridge. There's a service elevator nearby. We'll take that up. Gotta get there first, though. Cover me. Calibration complete. Firing mode active. Sehr schön. Don't forget, always mind. Besides that, the coast is clear. Understood. Moving out. Das ist eine sehr schöne Mission. Die macht richtig Spaß. Ist mal ein bisschen taktischer hier. Und ich habe ein sehr großes Sniper-Gewehr. It's a Tsunami Tsuchigumo. Can set it to friendly mode. Ein Glück wissen die, wer Freund und wer Feind ist. Das muss man denen nicht irgendwie beibringen. Mind disarmed. Moving on. Ich hab dich im Blick. Am I okay to move on? Assist Mode. Was ist denn Assist Mode? Ah. District Enemy, Assist Mode. Ist gerade aus. Kann den nicht in Friendly Mode tun. Ist der gecovert?
Da kommt Friendly Mode. Gott sei Dank gehen die nicht da durch, sonst wären sie hochgegangen. Das wäre dann nicht mehr so leise. Motion Detector ahead. Can't get around it. Handle it, will you? Ja, natürlich. Power Cable geht da hoch. Geht da hoch. Generator. Got a visual. Sensor disabled. Sehr schön. Proceeding forward. Ein Glück, dass der Turret da aus ist. I need an assist. You take the guard on the left. The one behind the wall is mine. Got a clear shot. On my mark. 3, 2, 1. Hab's geschafft. Das ging doch ganz gut. Good job. Let's keep moving. War nicht so treffsicher, wie ich gedacht hatte. Heads up. Sizable patrol headed your way. Copy that. Moving towards cover. Hey, how's a scav different from an onion? How? Don't cry no tears when you slice and dice them. Ah. Erste Mal, dass ich den Witz höre. Also ja, vielleicht mit Scav schon. Hey, was mache ich denn hier? Achso, das ist der andere Typ, den ich K.O. geprügelt habe. Weh, der kommt zurück. Ich hab dich verloren. Und da bist du. Ein Glück leuchtest du. Ha, das habe ich gut gemacht. Liegt er jetzt mitten im Weg? Das ist nicht so toll. Das wird bestimmt für keine Aufmerksamkeit sorgen. Guards in view. You need to take him out. Do you see that cam above me? We can flip it on him. Wo? Was? Ich sehe nix. Wen muss ich denn scannen? Was ist denn das? Eine Satellitenschüssel. Kriege ich die Kamera nicht down? Das ist doch dämlich. So, der hat irgendwas vom Guard gesagt. Ich sehe aber tatsächlich niemanden. Handle the Guard blocking reads. Ja, ich sehe den Schatten halt. Guards down. Anscheinend war er da. Da habe ich meine Lichtberechnung mal im Kopf durchgegangen. Und ihr habt immer noch nichts gemerkt, dass der Typ da liegt. Uiuiui. Trolling. Clear. You can make your way to the bridge. Fine work. Sehr gut, sehr gut. Hab doch nur die Kamera abschießen wollen. So unauffällig. Hey! Kann ich die behalten? Bist du down hier? Ich kann dich nicht. Ich kann nichts mit dir machen. Na gut. Du darfst leben, weil das Spiel entschieden hat, dass du leben darfst. Silky smooth work, V. Well played. Dankeschön. Muss mal kurz hier rein. Ja, ja, gleich. Gleich, gleich. Für alles muss Zeit sein. Also 55 BD. 55 BD. BD 55. Mensch, das war bis jetzt, glaub, der Beste. Da haben die Zahlen einfach gut gepasst. Hier liegt noch was im Köfferchen. Lasercut Brass with Impregnated Fluorcarbonat. Es ist ein schönes Kleid. Das ist das Wichtigste. Und dann in den Laundry Room. In die Wäschekammer. Fucking finally. You're looking a little pale. Sicher, ich habe doch noch den Diving Suit
an. Ja, well. Na gut, aber keine Mütze. Muss ich anscheinend auch weiter anbehalten. Na gut. Are you sure you're okay? I'm fine. Wir wären beinahe ertrunken. You scanning me? Your cortisol level spiked up. Little déjà vu is all. Different elevator, different hotel. The sits didn't turn out great. What makes you say that? It's my job to notice things like this. Diese Auffassungsgabe. Wasn't born yesterday, you know. Seen my fair share of shit too. I know. But right now we're crashing the party of a bad boy dictator, while aiming to walk out with his prized possession. Ja, krieg mal hin. Ich habe gute Waffen dabei, glaub mir, Reed. So, wir sind den Elevator geritten, wie es im Englischen heißt. Dann müssen wir warten, bis der die Tür da aufmacht. Komm schon, wieso kriege ich keine Waffe mehr hin? Throw on your new threads and plaster on your best fake smile. A party awaits. Na gut. Oh, stylish suit. Endlich mal. Ich sehe mittelmäßig aus. So, das sieht doch schon gut aus. Ich frage mich, wo ich den Taucheranzug dann versteckt habe im Moment. Weil den behalte ich ja im Inventar. Ist gut, lass mich nochmal kurz die Lage scannen. Sieht gut aus. So, dann mal auf zur Party. Mensch, sieht das geil aus hier. Party's hopping. Has a sense of grandeur. Didn't have shit like this in my day. Now hop on over there and help me out. Manage to forget what real champagne tastes like. Sehr gut, aber echt bombastischer Wasserfall und Lichteffekte. Sieht wirklich wow. Ab und zu ein Wort des Staunens. Ja, wird mir auch gefallen hier. Bisschen wenig Leute. Ah, die sind wahrscheinlich drin beim Saufen. Ist hier nur die Vorhalle. Das ist eigentlich da unten. Okay. Sieht man nicht so wirklich runter. Dann auf zur Party. Dankeschön, Johnny. Dankeschön. Ja, müsste man was machen. Waffe rausholen kann ich nicht. Das ist vielleicht auch ganz gut. Der geht zur Bar. Ach, das ist gar nicht Reed. Das ist Reed. Wo ist denn die Bar? Was ist denn das für ein Tisch? Hey, ich kann nicht mal springen. Hm. Ist ja gut. Ich glaube, so viel kann ich hier tatsächlich nichts machen. Deswegen gehen wir doch direkt zur Bar. What now? I know as much as you do. All she said was to come here. She'll either find us or she left us something. And you? What's your play? Gonna stroll and mingle. Might spot her in the crowd. Good idea. Dann hätte ich mal. Also. Back behind the stairs. The guy in the fatigues. Looks like he came here straight from a firing range. Owner of the Black Sapphire, Mr. D-Town himself, Kurt Hansen. Clearly having a great night in the company of the NCPD commissioner. Okay, wen soll ich scannen? He's fiercely anti-law enforcement. It's an act. Behind closed doors, he's rubbing elbows and patting backs of NCPD's top brass. Avoid him, especially in a confrontation. Beside that, stay visible. Songbird said she'd find us here. Let's give her a chance. I'll grab a drink and look around. Open line on comms. Das ist doch sowas von eine Falle. We need to keep up appearances. Look like you're having fun. Gin and tonic, please. Say. Kurt Hansen. Da ist er. Wir können ihn einfach niederknüppeln. Mit dem Hammer. Chester Bennett, interessant. Muss doch hier nicht alles scannen, oder? Wer bist du denn? Glaubst du, ein gleiches Outfit habe ich auch? Dann wollen wir mal ein bisschen schauen.
Kann ich hier ernsthaft nichts zu trinken kriegen? Bist du Songbird? Nein. Es muss doch einen einfacheren Weg geben. Gehen wir einfach mal ein bisschen rum. Hi. Ja, damit. Den guten Champagner. Ja, das ist kein Champagner. Und das ist auch keine gute Animation. Aber wir nehmen den Shot. Yam, yam, yam. Dankeschön. Oh, hallo. Vielen Dank. Aim to get fucked up on Hansen's dime and puke all over his carpets. Respect. Danke, Johnny. Ich fühle mich auch ein bisschen besoffen gerade. Again? Gambling. This, I swear. Unbelievable. Starting tomorrow. Nee, noch was? Sorry, der Kommentar von Johnny, dass ich über den Carpet von über den Teppich von Hansen jetzt kotze, weil ich mich betrinke, hat mich nochmal bekommen. Ich trinke noch ein Glas. Dankeschön. Das wäre natürlich auch was. Okay, die Party enjoying funktioniert aber eher in die andere Richtung. Wer bist du denn hier? Hallo. Schade. Bisschen Roulette hätte ich auch gespielt. Ich weiß, wie man nämlich sein ganzes Geld verlieren kann dabei. Kann ich hier ein bisschen spielen? Glaube nicht. Glaube nicht. Na gut. So, jetzt sind wir ja wieder im Missionsgebiet. Jetzt können wir tatsächlich ein bisschen was machen. Hallo. Wer bist du denn? Hey, haven't I seen you on the feeds? Warning people about the relic? God's light shine upon you. Ah, er ist anscheinend beschäftigt. Even the pastor warned people about the relic on the feeds made an appearance. Maybe he's here to save Hansen. Or collect donations for his church. End of the day, blood money's still money. Wir haben eine SMS bekommen, dass wir nach oben schauen sollen. Achso, müssen wir erst lesen. Handy. Messages ganz oben. Wieso habe ich denn unten angefangen? Ah. Na komm schon, nicht jetzt hier hängen, meine Maus. So, jetzt. Look up on the mezzanine, was auch immer das ist. Okay, wir müssen anscheinend hochgehen. Hallo Hansen, danke für die Einladung. So, Kurt Hansen, Duke of Dogtown, in the flesh. More mud than Alpha Hound looks like. Ja. Der hat aber viele Abilities. Wollt nur mal einen Blick auf ihn erwischen. Erhaschen. Da ist hier Songbird. Da steht sie einfach rum. Mensch, was hat die denn für einen Körper? Songbird. V, it's good you're here. Not what you expected, huh? Is it the haircut? Nicht wirklich. All the chrome on you. How you appear via the relic is a vestige of the past, from a time when I still wasn't. See, the black wall. It's hard to explain. Each connection, penetration, comes at a price. It's so good you're here. Don't know what I'd do without you, V. Really. Didn't exactly give me a choice now, did you? Told me to show up here and just ghosted. The, runner. Your friend, who helped us reconnect last time. Killed him. Fried him, didn't I? Well, I could say we brought death to his door. Guess the two of us just lucked out. I ran out of time to explain everything. Saul,
I've made so many mistakes. It's all right, son. Not your fault. The blame's on us. All of it. On you? Hires, all of them. I know what they made you do. They pushed and pushed, and I wasn't there to stop it. Listen, guys, we do not have the time for this now. Right. Main thing is to get you out of here. That's not happening. Buzz? It is. We got in, we can get out. Just not the point. I'm dying, Saul. Like V. Hansen has the cure we need. We run now, we both die. Relic's killing V. Blackwall's my poison. I can't bow out now. Whoa, sharing a boat to oblivion with me? Could have said something. Had no time. Still don't. But hear me out. I need help. Your help. Was willst du denn? Hansen pulled some tech out of a bunker under Dogtown. Tech that could cure both V and me. We need to clep it. Only way I see of doing that is to stay close. Play the prisoner. So, fuck. We'll wait for an opportunity and pounce. I'll be on the inside. Ask for your help when the time's right. I can flee once I have that tech. Nothing's ever simple, is it? Ah. So me. Care to introduce your friends? It's not often I'm simply not familiar with guests attending my own party. And I never forget a face. Kurt Hansen. Hello. Name's V. Just V. Haven't seen Somi in years. Trying to catch up. Oh, that's what this is. To me, reunions consist of picking up the broken, scattered shards of your heart. Or teeth. Always hurts. Well, I need to grab you, darling. I have a couple NC politicos here who are dying to meet you. And if we're to keep hungry rats from devouring Dogtown, we really do need to feed them the occasional scraps. I'm all yours, Kurt. See you soon, V. Oh, was passiert denn jetzt schon wieder mit mir? Oof. Cream, it worked. Re-established our link the moment I touched you. Interesting. I need a minute to process. And I need a drink. Heading downstairs. Alles klar, ciao, Reed. Just need you to listen. What's the deal, Song? Doubt I've ever seen a prisoner parade around in a cocktail dress at a swanky party. Not to mention being hella friendly with their captor. It's a charade, V. Doing what I need to survive, to get what I want. I'm letting Hansen show me off like his personal trophy. V, I can't explain everything now. It's just my garnings erklärt. But I really do need your help. All I want is to get that cure for us. It's what I've been chasing all along. The cure. How do we get it? We need the neural matrix. Secret tech that incorporates AIs from beyond the black wall. The matrix is nested in a mainframe Hansen pulled out of the bunker. The mainframe's secured, but Hansen lacks the key. That's the problem. Wait, what's the rush? I might be talking to you, but in the flesh and with Hansen. I'll need to focus. Play nice in a minute, or he'll suspect something's up. Got a plan? Spill it. Hansen needs me and a duo of runners who worked on this tech in the past. They actually grabbed access codes they're willing to unload for a price. Classic black market shit. They're bringing access, I'm bringing know-how about how to pull the matrix and data off the mainframe. We're to work side by side, giving us a chance. You clip the access codes, then get the runners out of the way. Gut, das kriege ich hin. We'll impersonate them for a meet with Hansen. Same meet or we'll swipe the matrix out from under his nose. This job, this whole story about Hansen, not adding up something fierce, Song.
You're hiding something. Still. I don't have time to explain the ins and outs now. V, please. We need the Matrix. Focus on the runners. Find them. They're here. Downstairs. Red-headed twins, walled to the teeth with ice. Grocery scans will show you bunk. You're blowing me off. Champagne glass over there. Prep some intel for you. Get it to read. You'll need it later. Ah, gut. Really need to go now, V. I'm counting on you. Sehr gut. And she's gone. Sehr vertrauenswürdig, das Ganze. Die Party geht wohl los. Das ist mal eine Performance. Ja, sieht beeindruckend aus, aber glaubt, das war der höchste Layer an beeindruckend. Oder auch nicht. Können ja warten, bis er nach vorne gegangen ist. Also man kann über Henson sagen, was man will. Der weiß, wie man hier Party schmeißt. Na gut. Glaubt, das reicht jetzt. Ja, aber schön. Schön. So, dann wollen wir mal zu Reed gehen. Ah, ich kann immer noch nicht rennen. Kann ich noch was trinken? Das ist, glaube ich, die viel wichtigere Frage. Hey, wo ist die... Ah, da ist die nette Dame. Ich hätte gern noch einen. Dankeschön. Thanks. Oh je, hier Reed, hier ist Intel. Talk to Songbird via the relic. We can communicate again. All good there, Reed? Yeah. I just need to process for a minute. It's just how I'm built. A little adversity and I need a few moments to think. Come up with anything? Yeah. We now know who took a swipe at Myers' head. Thinking Songbird planned the whole thing. You're thinking right. I don't know about you, but I see coincidences as patterns, structures we have yet to recognize. What you driving at? SF-1 crashes. Not anywhere, but over specific turf. Controlled by someone who found some obscure forgotten tech in a secret bunker. Right. Crash was an inside job. We suspected that from the get-go. Now we know it was. And we know it was Songbird. She was behind it. Sicher? Ich denke mal, das macht Sinn. Yeah, that's what I've been thinking too. The minute she mentioned the cure, said Hansen has it. Everything just started sliding into the right boxes, completing the picture. Yeah. Same here. She made a deal with Hansen earlier. Had to. Before any of this went down. Traded the president's life for access to the tech. Don't know about that. Song recruited me specifically to pull Myers out of that wreck. Seriously doubt she wanted her dead or snatched by Hansen. It's never that simple, V. As I see it, Somi was playing both sides. Simultaneously spinning deals with Hansen and you. She has Hansen set. Then you come in. She contacts you via the relic. Asks you to rescue the president. Absolution for her right there. You need to cure just as much, guaranteeing you'll help if her plan falls through. And here we are.
Yeah, and here we are, rushing to Songbird's rescue. Thinking a few steps ahead was always our strength. But judgment calls and situational assessment are Achilles' heel. As a chess master, she'd be famous for dazzling plays and excruciatingly beautiful defeats. Shit. Can't shake the film, she's still running a game. Sure, seems more upfront than at first. No way she's telling all, though. Could be right. Staying alert's never a bad idea. But I know Somi well enough to know she'll do her damnedest to be fair. So, what are you thinking about all this? I'm not convinced Somi's to blame for everything. In this trade, nothing's ever as it seems. You gotta keep asking questions till you get to the bottom of it. That's experience talking. The main thing now is to get her out of this cesspool of a sitch. Then we'll see which direction to take. Was niemand denn? Right. No point poring over it now. Right. Back to the sitch at hand. What do we have to do to save her? To grab the tech Songbird and I both need, we gotta go to a meet with Hansen. Prep for what's required. Cause we show up as a pair of runners. Need to collect their identities first. Whatever that means. Personality imprint theft. Sounds like our Colombian job of yore. Who are they and where do we find them? Song got this shard to me. Take a look. Our targets are a brother and sister, red-haired twins. They're here somewhere. Schmoozing. Okay, we need to pull data. Get samples of assorted behavior. We make contact with them, talk, scan as we talk. Got it, I think. So, time to make our move? Over there. Twin roulette, looks like. Alex, you copy that? Radio loud and clear. Prep and scan tech now. You're new to this, but relax. We'll do it as a four-hander. I scan one, you handle the other. Alex will pilot us through. V, zipping funds your way from our operating budget. Load up on chips and join their game. Just don't go all in from the get-go. Hey, mein Geld. We stagger our approach, and we're strangers. Let's get to this. Na gut. Gold with roulette, really. Gambling throws people around, high and low, brings the joy of winning and the despair of defeat. Perfect for our purposes. Okay, das ist mal eine interessante Episode, allein von der Story her. So, wir müssen 80.000 Dollar für Casino-Chips ausgeben. Ah, das machen wir erst beim nächsten Mal. Die Episode ist eh schon ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich vorhatte. Deswegen jetzt sage ich einfach vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.